Dann suche ich mein Objekt meiner Begierde. Und fange neu an zu zaubern, alles vorzubereiten. Ich möchte nicht wissen, was der Ork gleich tut, wenn der wach wird. Du hast den Zauber jetzt mitgenommen, du hast ja, du bereitest noch weiter vor. Achso, ja, nee, das aktuell, wäre wie viele Runden willst du vorbereiten? Steht auch da hinten, kannst du gucken. Wenn du sagst jetzt hier, ich bereite 9 Runden vor. Ach hier, in der Multiplikator. Ja. 9 Runden sind 1 Minute 30. Ach da. Ne? Ja. Am Anfang immer gucken, welcher Spruch es ist. Also es wird gerechnet, Zaubererstufe, das bist du, Stufe 1, minus Spruchstufe. Das wäre eine 0. Also 1 minus 1 ist 0. Ne? Ja. Deswegen musst du bei 0 gucken. 9 Runden vorbereitet bedeutet plus 20 Punkte. Also 1 Minute 30 hast du dann hier so die Hände bewegt, die Zunge geschnalzt. Oder was anderes. Ja, 9 Runden. Ist ja, was sagt der Captain? 1,5 Stunden habe ich Zeit, ja. Tja, da hast du noch 1,5 Minuten Zeit, um das zu machen. Das passt gerade noch so. Gut. Aeromort da weiter rum. Jetzt hast du plus 20, ne? 86. Weil das sind ja plus 20. Hat der vorher schon plus 10 gemeint, freien Händen. Also insgesamt plus 30. Gut, dein, worauf ist der Spruch jetzt gezielt? Du hast ihn ja mit nach unten genommen. Ja, eine Kiste da, die zu. Einfach so zwischen den Leuten oder ein bisschen weiter? Nee, wieder abseits, wo natürlich kein Bulle irgendwo zu sehen ist. Der Spruch funktioniert perfekt. Die Kiste ist, wie sieht es aus, eingehüllt oder was? Ja, so ein... Genau, so eine Plasmakugel. So eine Art. Wow. So eine Kleinheit natürlich dementsprechend. Du könntest sie auch jetzt notieren, plus 30 Punkte auf den nächsten Zauberspruch innerhalb der nächsten 10 Minuten. Wenn es denn dazu kommen sollte. Ansonsten kannst du es durchstreichen. Weil der Spruch so gut gewirkt hat, bist du jetzt euphorisiert. Und sagt sie, yes, ich habe die Kiste geschützt. Wovor 20? Auch immer. Ja, 20.000 Gold-Dublonen so, gleich 40.000 Gold-Münzen für mich. Das hier hinten habe ich nicht gesehen. Für mich. Guckst du gerade in sein Notizbuch ja. an? Ja. Ich glaube, ich muss hier Linkshänder werden bei dem Spiel. Ja, hier. Ja. Das ist ganz praktisch. Ich breche mal das Laufen ab. Ich kann schon teilweise schreiben, ohne hinzugucken. Und trinke erstmal einen Schluck. Und laufe weiter. Voll daneben gegriffen. Ja, ist ja völlig außer Atem. Ja. Völlig fertig. Gut. Und gehe nach unten. So, was machst du? Ich bleib da oben stehen und warte. Was macht Tirandi? Ich könnte ja auch ein bisschen zaubern. Ja, oben an Deck? Ich könnte doch erstmal unter Deck gehen. Oder das. Dem Captain ist einer abgegangen. Dem ist einer Ich habe ja genug von seinen Geschichten gehört. Ich höre mir gerne noch Geschichten an. Vielleicht vergeht die Zeit Während der schneller. Captain dir noch weiterhin erzählt von seinen Geschlechtskrankheiten. Okay, kein Problem. Vielleicht kacke ich nebenbei noch. So viel hast du noch nicht gegessen, dass das schon wieder funktionieren würde. Ich sag ja vielleicht. Was hast du denn für Physiologie? Ist ja nicht unnormal. Oder ich muss vielleicht noch Pipi. Pipi habe ich noch nicht gemacht heute. Küstenmenschen halt. Kacken immer über den Rand oder was. So. Ja. Ja, zu Hause haben sie auch, der Kläuschen ist auch nur der Balken und da hängen sie den Arsch drüber. Ja. Weißt du das? Warst du schon mal bei den Küstenmenschen zu Hause? Ich rate jetzt. Aha. Weil sie so oft ja. Ja, er kann. Er kann ja raten und nicht hören. Ich weiß ja nicht, was er denken kann. Ehrlich? Ja. Aber wenn sie mir zustimmt, dann. So wie eben. Sie weiß ja nicht, was du denkst, aber wenn sie dir zustimmt, dann stimmt es. Ach so, ja. So, was ist los? Du bist doch empathisch. Hast du auch Visionen? Leuchtet seine Kiste noch? Seine Kiste glüht, als du runterkommst. Gut, ich frage, was hast du da gerade gemacht? Ich habe trainiert. Na, du bist ein Magier. Unter anderem. Soll ich dir mal zeigen, wie das richtig geht? Bitte. Ich zauber den Schild auf mich. Nämlich Meisterschaft der Schilder. Guck nicht so. Ja, dasselbe. Gut, und zwar ist ein Stufe 2 Zauber. Das richtig sehr. Da musst du einmal gucken, willst du den vorbereiten? Willst du laut sprechen? Hast du freie Hände und so weiter? Bevor ich ihn wirke, stelle ich meinen Stab erstmal zur Seite. Habe also beide Hände frei.
Vorbereiten wäre dann Linie minus 1, ne? Weil es ein Stufe 2 Spruch ist. Ach du Heilige. Also ging's mir eben dir auch. Hat er minus 1? Bin ich hier nur am Minus? Ja. Ist das ja ein Mist. Wie war das eben? Mal zeigen, wie das richtig geht? Ich sage total hochnäsig, die Frau. Nee, dann machen wir 9 Runden. Ja, genau. Mit 100, ne? Ja, richtig. Ja. Plus 19. 60. Gut, du bereitest da noch vor. Kannst dir schon mal 2 Magiepunkte abziehen. Und er guckt ganz gespannt zu, wie das jetzt was wird. So. Na, was macht sie denn da jetzt? Das sieht aber... Ja. Oh ja. Und was macht Thor? Poliert seinen Hammer. In einer Ecke. Als ich durch die Gegend gucke, sehe ich, wie er da... sich am Arm kratzt. Ja, natürlich. Nee, ich schleiche mal da... zu den anderen da hin. Denn auf Schleichen. Also seid ihr jetzt alle unten. Muss ich auf Schleichen würfeln, ne? Alle unten. Du bist der Einzige, der noch oben beim Captain ist. Ja, ich höre mir Geschlecht. Ja, dann musst du auf, wenn du rumschleichst, musst du auf Schleichen würfeln. Nein. Würfel bitte auf Saltos. Warte. Saltos. Warte mal, was kann ich denn noch würfeln? Ja. Rollendes Ausweichen, so. Willst du die runterrollen? Die Stufe? Ja, er ist ja schon unten, aber er guckt wahrscheinlich. Thor, was machst du? Da übst du Purzelbäume? Wer weiß. Ja. Nein. Kommt da vor Rest und ich würfe mal auf Schleichen. Mal sehen, ob mich jemand hört. Mal sehen, ob mich jemand hört. Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, irgendwo lang zu schleichen, um zu sehen, ob mich jemand hört. Das ist halt Thor. Der würfel ich auf Aufmerksamkeit. Kannst du gerne machen. So, was hast du denn? Ihr könnt auch alle auf Aufmerksamkeit würfeln. Ich bin gerade dabei, mit Zauber zu wirken, aber ich würde schon tun. 39. Ich habe leider nur eine 36. Halt, ich muss ja noch 46. Es fällt ihm überhaupt nicht schwer, dich zu bemerken. Weil du polterst da rum wie ein geisteskranker Besoffener mit 2 Holzbeinen. Thor, was machst du denn da? Ich hab versucht zu schleichen. Schleichen, aha. Jared wacht auf und dreht sich um. Was ist denn hier los? Nichts. Könnt ihr nicht mal... Was, seid ihr Profis? Nein, ne? Merkt man kaum. Ach, und du bist Profi? Ja. Ich hab das genau gesehen, wie du hast mit der Kiste gemacht hast. Bist du davon wach geworden? Nein, bist von ihm wach geworden. Also? Ich habe gar nicht geschlafen, ich schlafe nie. Bei euch Typen weiß man ja nicht, was ihr nachts macht. Sieht man ja, nur Unsinn. Ich möchte auch gleich mal würfeln. Was willst du würfeln? Auf Hinterhalt entdecken. Mhm. Mach. Kann ich? Ja, klar. Wer weiß. Jerry, möchtest du, dass ich dir ein Schlaflied vor meiner Harfe vorzupfe? Nein. Gut. Bitte nicht. Nochmal. Ich wäre auch dafür. Mehr jetzt anbieten kann ich es nicht. Ja, das haben wir jetzt erledigt. Danke. 47, ich nehme mir neue Würfel. Du entdeckst außer den Hintern vom Captain nichts, was Hinterhalt ähnelt. So, dein Zauber wirkt langsam. Und zwar jetzt. Wie sieht das aus? Optisch? Tonal? Gibt es da irgendwelche Geräusche? Die Kiste ist explodiert. Oder sowas. Von mir aus auch das. Von mir aus auch bist du der Joker. Karton. Nee. Krakatauer. Also optisch gibt es gar nichts zu sehen. Doch. Ist ein unsichtbarer Schutzschild. Optisch gibt es immer was zu sehen. Wenn du es nicht sehen lassen möchtest, dann musst du auf Magie verbergen würfeln. Da steht richtig ein unsichtbaren Schutzschild. Unsichtbar. Der Schutzschild ist unsichtbar, aber die Magie, die du wirkst, die ist sichtbar. Okay. Ja, gut. Der Schutzschild an sich ist unsichtbar. Dann aber dass du etwas machst, das wird man sehen. Wie sieht das aus? Kommt aus dem Ohren vielleicht eine Geisterschlange? Ja. Gleich explodiert der Kopf. Kleine Blubberbläschen. Auf welcher Fantasiewelt lebst du, ey? Küstenmensch. Vielleicht. Gut, die Augen fangen an, rot zu leuchten. Mhm. So wie die Hörner. Mhm. Und der Schild entsteht. Mhm. Ja, wo steht der? Bei dir? Oder? Direkt vor mir. Okay.
Wunderbar. Wie lange bleibt der da? Eine Minute pro Stufe. Ja, also eine Minute. Eine Minute? Okay. Mhm. Gut. Glandur. Ja. Schlag zu. Womit? Mit deiner Hand. Versuch es. Ich nehme lieber meinen Kühnack. Wenn du sagst, gleich Blut. Kühnack ist was ein... Was siehst du da? Eine Kuh? Ein Kühnack. Eine Kuh? Das ist eine Plüschkuh. Ist das ein Euter? Also so irgendwas von einer Kuh oder was soll das sein? Eine Kuh, das ein Euter sein. Was? Ja, Kühnack. Was ist das? Frag ihn doch mal. Was ist denn ein Kühnack? Ein Kühnack ist ein verhältnismäßig kurzes Schwert, was aber auch als Wurfwaffe geeignet ist. Aha. Okay. Eher einem Dolch gleich. Ein langer Dolch. Ja, ich habe gesagt, kurzes Schwert, länger Dolch. Ja. Wie man das nennen mag. Du nennst es kurzes Schwert, ich nenne es langer Dolch. Ja. Ja, machst du was? Wirfst du oder was? Ich steche zu mit meinem. Okay, dann musst du mal würfeln. Was hat das zur Folge, dein Schild? Wie kommt er jetzt auf? Ich sag mal, willst du mich direkt umbringen? Während er zusticht. Wieso? Das Schild entsteht vor dir, das heißt, du bist nicht in Gefahr. So. Er zieht 25 von einem passenden Angriff ab. Okay, du musst also 25... Wirkt wie ein normales Schild. Musst also 25 Punkte abziehen, schon mal. Grundbonus von Einhandklinge und Kühnack nee, zusammenrechnen? Nur Kühnack. Nur Kühnack. Grundbonus von einer Klinge ist im Kühnack mit drin. Also ich habe hier eine 111. Ja. Insgesamt. So. In der ich habe hier 81 und hier eine 30. Nein, du kannst noch nicht runtergehen. Das eine Kampfrunde geht immer 10 Sekunden. Okay. Die beiden wollen sich hier gerade behaken. Oh Gott. So. 111 hast du gesagt? 81 plus 30 macht 111. Genau, nach einer also minus 18 und minus 25. 45. 111 minus 25 minus 18 ist doch niemals 45. Nein. Machen wir, doch einfach 81 plus 25. Plus 5. Was? Ja, denn, weil ich habe ja Kühnack 30, seine minus 25. Machen wir 81 plus 5 ja. Minus der 18. Minus 18. Sind wir bei 86. 18. Sind wir bei 70. Du wolltest das ja. 68. Ja, aber nicht mit dem Scheißding. 68. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. 68, so. Das Kühnack dringt durch deinen Schild durch. Wo hast du denn so hingezielt bei ihm? Bist du eine voll? Wo hast du denn so, hast du einfach so auf den Bauch oder auf den Kopf oder ins Knie? Wo wolltest du ihn denn verletzen? Er hat das Schild entsteht vor ihm, ja, nicht um ihn. Doch, vor ihm. Ja, du hast durch das Schild durchgestochen mit dem Kühner. Ja. Es war nicht stark genug. Deswegen du triffst ihn auch jetzt also. Keine verdammte Waffe. Ja, wo hast du jetzt hingezielt? Sag bitte das Richtige. Bitte sag das Richtige. Bitte sag das Richtige. Nach unten. In die Füße. In die Füße. Sowas? Ja, nach. In die Füße. Also, oh, ich treffe in die Füße. Alter. Ja. In gut. Die Füße. Was soll ich ihn sagen? Also so Richtung nach. So, na gut, das sind er, ja Hufe, ne? Er sticht ja, Huf. Dich mit dem Kühnack. Ja, was wolltest du sagen? Nee, mach jetzt mal weiter, ich stelle die Frage danach. Und rammt es dir ins Bein. Oh. In den Oberschenkel. Oh. Genau, ja. Hey, ich habe das so verstanden, dass er das Schild vor ihn, auch so wie meine, um meine Kiste, er hat gesagt vor ihn, nicht um ihn. Ist doch gut. Ja. Ja, also ist richtig. Alles ja, richtig. Aber fangen. Du kommst auch gleich mit der Waffe an. Jo. Warum sagt nicht denn, wo nimmt die scheiß Faust? Alter, warum habe ich das so gesagt? Weil ich genau wusste, es ist nicht stark genug dafür. So, während er da schmerzverzerrt hängt, du musst erstmal 9 Punkte abziehen. Von meinen Trefferpunkten. Von deinen Trefferpunkten, genau. Ja. Also. 9 Trefferpunkte. So, ich gehe in der Zwischenzeit runter und sehe, wie da irgendwas in sein Bein steckt. Oder nee, das ist rausgezogen. Okay, schon. Gut. Und am Bluten ist, richtig? Es ist ihr Bein. Ihr Bein, Entschuldigung. Ihr Bein ist am Bluten und ich denke, oh mein Gott, was ist denn hier los? Was habt ihr gemacht? Wollt ihr euch schon vorher umbringen? Ja. Ey, was ist denn los mit euch? Kann ich helfen? Ja, klar. Soll ich vielleicht versuchen, deine Blutung zu stoppen? Das wäre nicht schlecht. Ich versuche das mal.
Ich habe ja, hast ja du einen, denn Erste Hilfe? Ich habe Gesetz des Blutes. Und ich kann durch meinen ausgestopften Biber, den zeige ich jetzt erstmal. Du musst ihn so abnehmen vom Gürtel, okay, du musst ihn abnehmen, so halten. Durch Hand auflegen, direkter Kontakt. Das heißt, ich muss Hand auf Biber und auf Wunde. Ja, du hältst den Biber fest. Mhm. Also ich nehme den Biber am Schwanz. Und bildest damit rum. Und halte ihn kopfüber. Er ist tot, der Biber. Er muss. Ich halte ihn an seinem buschigen Schwanz. Wen? Biber haben keine buschigen Schwänze. Ja, die haben so einen Plattenschwanz. Ich habe mir da Fell ran gemacht. Damit er nicht so hart ist. Das Torpedo-Captain sitzt dran. Wie hast du das Fell da dran gekriegt? Und übergezogen? Fellkondom. So, ich hätte gerne blüschig. Blutungsstoppen 3. Ja? Ja. Also ich bereite erstmal vor. Ich habe jetzt diesen Biber hier an seinem Schwanz und meine Hand lege ich auf die Wunde. Und warte dann halt erstmal. Ja. Ne? Also bereite erstmal vor. Okay, gut. Während ihr da eure erotischen Spiele macht. Sven. Wer ist das? Nur weil wir zwei Frauen sind, die uns begrapschen. Mit einem. Er hat genau das gleiche. Ne? Und das soll auf YouTube. Als wir den Charakter gebaut haben, ist mir das nicht eingefallen. Biber. Wir kürzen die Sache ein bisschen ab, sonst wird das heute okay, nicht. Okay, gut, alles klar. Wir wollten das ja heute eigentlich schaffen. Ja, ja? Okay. Ja, okay. Wir wollten ja heute alle sterben. Gut, also ich habe jetzt deine Blutung. Kann ich mich in der Zeit irgendwie erholen, dass ich TP regenerieren kann? Du kannst dich ausruhen. Gut. Bringt dir nicht viel, aber du kannst dich trotzdem besser ausruhen. Als nichts. Ja, du ruhst dich aus. Wunderbar. Ja, ihr seid auf jeden Fall jetzt angekommen. Es ist das kalt. Es ist kalt draußen, ja, das weiß ich. Wir sind an Land. Küstenwetter und so. Ja. Alles okay? Kommst du klar? Eben erst der warme Kaffee und dann hat kalt. Das war ein bisschen. Du musst ein bisschen was von dem Kalten in den Kaffee reinmachen, dann gleicht sich das so, aus. So, wir sind jetzt da. Juhu. Freust du dich? Ja. Ja. Endlich. So, ihr seid angedockt. Ihr seid noch alle unten. Und Jared ist der Erste, der aufspringt. Und geht schon mal raus. Ich gehe auch raus. Weil dafür sind wir ja hier. Zum Rausgehen. Ja, ich gehe nach oben und begebe mich auch vom Schiff runter zu gehen. Ich humpel hinterher. Immer noch murrend. Ja. Ich bin so weit wie möglich weg von ihr. Also wartest du erstmal bis Brastaria und wie heißen die anderen nochmal? Nisfa und Keta, bis sie auch mit rausgegangen sind. Und ich hänge mich an die Elbenfrau. Verstehe. So, ihr geht alle raus. Der denkt sich, ich will so einen Halbblut haben. Ja, verstehe. Reicht ja schon, wenn der Genius da oben durch die Wälder stromt da. Wer ist das? Ja, weiß ich ja nicht. Okay. Gut, ihr seid alle an Deck. Er springt gleich vom Bord da irgendwie. Ne? Wie immer. Vom Bord ist er aber schnell dabei. Euch fällt auf, dass einer fehlt. Der Ork. Ich wollte gerade sagen. Ist nicht an Bord. An Deck. Ist nicht an Deck. Und er war auch nicht unten? Er lag gerade nur unten in der Hängematte. Okay. Er verschläft. Kommt er nicht mit? Das weiß ich nicht. Frag mich doch nicht. Wen fragst du denn? Wo ist denn der Ork? Ist der noch unten? Kann sein. Ahnung. Lass ihn ruhig da. Ja, könnte er vielleicht nicht hilfreich sein? Er ist groß. Ja, aber wer weiß für wen hilfreich. Grendo, geh mal runter. Du kommst gut mit ihm klar. Nein, das war ich nicht. Du, ne? Kamst doch gut mit ihm klar. Doch. Du warst. Doch. Nein. Doch. Nein. Du gefällst ihm. Ja. Der Tor. Gehet nachsehen. Ich werde mich hüten. Also lassen wir ihn unten? Guckt keiner nach. Ja. Es guckt keiner nach. Okay. Das ist dein Fehler. Ja, ich finde ich eigentlich, glaube ich, auch. Dann geht doch einer runter. Ich gehe nicht. Aber er mag dich. Soll ich nochmal da runter humpeln? Aber er mag dich. Was ist denn mit den anderen? Was ist, wenn wir beide gehen? Die anderen stehen an Deck. Alle.
Wollen wir beide runtergehen? Verabschieden sich vom Captain. Mehr oder weniger. Ich gehe so. Nochmal runter. Jared springt auch von Bord. Du gehst nochmal runter? Ja, ich gehe nochmal runter. Okay. Ich merke, dass sie runtergeht und folge ihr. Du springst wieder an Bord. Ja. So mit einem Satz. Rauf, runter, rauf, runter, runter, rauf, runter, rauf, runter. Trainierst jetzt deine Sprungkraft. Ja. Ich gehe nochmal runter. Ich will ihn da nicht einfach so lassen. Ich glaube, dass er hilfreich sein könnte. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja. Deswegen komme ich dann ja mit. Dann ist das so. Und also gehst du runter, möchtest du ihn wecken? Ja. Okay. Ich gehe runter und sage, wie heißt er nochmal? Ork. Ork. Okay. Ey, du. Ich stupse ihn ein bisschen doller an, weil er ja groß und stark ist. Ein bisschen doller. Mit dem Biberschwanz. Nein, den habe ich wieder an meinen Gürtel gehangen. Sitz auf ihn. Du ziehst ihn den Biber durchs Gesicht. Wach auf! So nennt man das heute. So, okay. So, nein, ich stupse ihn so ein bisschen an der, so, ne, an der Schulter an, ein bisschen stärker und sage, ey, willst du nicht mitkommen? Die Hängematte wackelt so ein bisschen und du merkst, wie sein Kopf zur Seite fällt und er bewegt sich nicht mehr. Also er bewegt sich überhaupt nicht. Er atmet nicht mal. Und er fühlt sich auch etwas... Er ist etwas kalt an. Tot? Na, nicht so eiskalt ist er noch nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall nicht gesund an. Ist er tot? Ich habe keine Ahnung. Warte, ich muss jetzt mal gucken. Ich hätte mal ins Auge gehauen. Moment. Wir können es ja leicht herausfinden. Ich könnte mein Breitschwert nehmen und versuchen, ihn zu stechen. Und wenn er aufbrüllt, bis man erlebt noch. Du kannst mit dem Breitschwert auch zuschlagen, ne? Also wenn du die flache Seite nimmst. Nein, ich versuche es mal. Ich bin zwar nicht ganz so gut vielleicht in Erste Hilfe, aber ist egal. Ich versuche es. Ich wollte gerade sagen, hat dein Schwert ein Schwertrücken oder ist das auf beiden Seiten geschliffen? Es ist auf beiden Seiten geschliffen. Ja, mit der flachen Seite einfach. Die beiden schneiden rechts und links, kann man auch draufschlagen. Man kann versuchen, einen auch damit bewusstlos zu kloppen, wenn man möchte. Obwohl das ja vielleicht nicht so... Nicht in der Sache ist. Ja, aber es geht. 17? 17? Ja. Ist das sein Endergebnis? Ja. Du hast keine Ahnung, was mit ihm los ist. Es ist aber ein Ork. Er könnte schlafen. Ja. Er ist männlich. Wow. Ich rüttel halt nochmal. Es regt sich nichts weiter. Der Kopf wackelt so ein bisschen leblos hin und her. Ich nehme mein... Okay, ich lasse es. Während du vorne rüttelst, piekst er hinten am Zeh schon. Und beten, dass er mich nicht erwischt. Ich denke einfach, gut, dann schlaf weiter. Und dann ich versuch, hat er so einen Beutel da irgendwo hängen, wo das Geld drin ist? Ja. Dann nehme ich mir den Beutel. Hat Moro schon geklaut? Nein. Dann nehme ich mir den Beutel. Wie viel Goldmünzen waren da drin? Musst du reingucken? Guck ich rein. Es sind 2 Goldmünzen, 5 Aslantaler. Oh, jetzt geht's los. 2 Goldmünzen, 5 Aslantaler. Eine Murmel. Und etwas, das aussieht wie ein menschlicher Finger. Den Finger lasse ich drin. Ich denke, du nimmst einen ganzen Beutel, oder? Ja. Achso, du hast den Beutel leer, oder was? Ja, und einen Finger. Ein Stück. Ein Stück Finger. Ein Stück Finger. Welcher Finger? Das kann man nicht erkennen. Das sieht aus wie ein Finger. Er könnte es ja mit seinen vergleichen. Fehlt dem Captain vielleicht ein Finger? Voll geklaut. Ihr merkt es nicht. Vielleicht ist das auch sein Proviant gewesen. Okay, was hast du... Was konntest du ihm denn noch klauen? Also, ich konnte ihm noch 2 Goldmünzen klauen, 5 Aslantaler, eine Murmel und ein Stück Finger. Okay. Ein Stück Finger. Ein Stück Finger, gut. Okay, ja. Könnte Proviant sein, wer weiß. Hat er sonst noch irgendwas an sich? Die Kette hat er noch am Arm. Okay, ich kann das nicht mehr tragen. Also ich bin schon ziemlich bepackt. Ich weiß nicht, hast du auch... Ich habe einen Rucksack, da könnte ich die Kette reinpacken. Wenn das geht. Ja, mir ist das egal. Dann nimm doch die Kette mit, wer weiß, wofür sie gut ist. Meinst du? Also wenn du möchtest. So eine ziemlich dicke Eisenkette. Ja. Ja, wir können ja sonst... Sieht ziemlich schwer aus. Wie viel wiegt sie so ungefähr? Geschätzt. Würdest du sagen, könnte was zwischen 2 und 10 Kilo sein? Ich nehme einfach die Kette. Du ziehst die Kette? Ja. Und sein Arm hängt aber noch dran. Also er hält sie im eisernen Griff. Sie ist noch rumgewickelt und du ziehst seinen Arm lang. Ich glaube, ich halte seinen Arm fest und er kann sie vielleicht abwickeln. Ich versuche die Finger, seine großen Pranken, jeden einzelnen Finger so aufzumachen. Okay. Und ich halte währenddessen den Arm. Okay. Und dann ziehst du die Kette runter, ne? Genau. Wo
Wunderbar. Und dann lass dabei ich ihn fallen. Dabei fällt der große graue Ork von der Hängematte. Und ja, er fällt mit dem Kopf zuerst auf die auf den Boden. Und es sieht nicht sehr gesund aus, wie er dann da unten liegt. Der Kopf ist nach hinten geklappt. Regelrecht. Wollen wir lieber nach oben gehen? Also ich glaube, der ist tot. Ich pack schnell die Kette ein. Und lass uns schnell nach oben. Also 4,5 Kilo wiegt die Kette. So, und gehe jetzt mit nach oben. Und gehe von Bord. Und wieder von Bord. So, die anderen sind schon von Bord. Ja. Hallo. Moro ist auch wieder im Bettchen. Ich will euch mal was sagen. Ich komme übrigens so vom Schiff. Ich will euch mal was sagen. Der Ork ist tot. Der Kopf war nach hinten geklappt. Nachdem Nein. ihr ihn aus der Hängematte rausgeworfen habt, so. Und er mit dem Kopf zuerst gelandet ist. Achso, ja, das wissen wir ja nicht. Das will ich nicht erwähnen. Deswegen sage ich, der Kopf ist einfach nach hinten geklappt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ne? Seid ihr sicher, dass vielleicht Orks nicht so schlafen? Mit Kopf nach hinten? Nein, weiß das war anders. Schlafen? Das war anders. Das war nicht normal. Nee. Gut. Einfach nicht mehr. Wir machen einfach weiter. Ja. Das wundert mich überhaupt nicht. Sagt Brastaria. Sagt, das wundert mich überhaupt nicht. War nur eine Frage der Zeit, bis einer von uns drauf geht. Also, hier teilt doch niemand gerne. Also, ich flüstere zu Thor. Das war bestimmt einer von denen. Woher weißt du das eigentlich? Du warst die ganze Zeit oben, die waren alle unten. Du hast sie nicht gesehen. Ach ja, woher willst du wissen, dass es einer von denen war? Vielleicht war es auch einer von denen. Ich war ja oben, ihr wart ja auch unten. Ich war beim Captain. Ha! So. So. Nein, aber erst waren die ja auch oben. Vielleicht ist es währenddessen schon passiert. Also er ist ja rumgelaufen oben, der da hat irgendwas gezaubert. Die wollte auch. Schlafwandrin. Die haben sich dann hinten irgendwo umgebracht. Wahrscheinlich haben die aus Versehen einen Blitz hingeschickt und ihn getötet aus Versehen. Und haben es gar nicht gemerkt. Oh. Ihm hat der Blitz beim Scheißen getroffen, oder wie? Ich will reden. Also warst doch du. Meine Scheiße hat ihn getötet, ist so auf den Kopf gekackt, oder was? Unten aus dem Bullauge geguckt. Er hat mit frische Luft Mund geschnappt. Und erstickt an meinem Knüttel. Aber es könnte ja natürlich aber ist noch schön in die Hängematte gegangen, ne? Ja, voll. Und da friedlich schlafen. Flupschuh. Eieiei. So, können wir jetzt bitte auf die Insel gehen? Ja. Also ich meine, wir sind ja schon da auf in der Stadt. Entschuldigung. Nicht auf die Insel. So. Dann frage ich mal in der Runde, wer weiß denn überhaupt, wo es lang geht?